Servus und willkommen zurück in der Bundesfilmanstalt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal gibt es nochmal wieder ein very special Video. Und zwar werden wir uns heute eine Review zusammen anschauen. Wir machen quasi eine, ja, wie soll ich sagen, eine Review-Reaction. Ja, denn ein netter Kollege hat mir... Also der Lord Gamgamfool hat mir ein Video gezeigt von einem YouTuber, der Filmkritiken macht, und zwar der Björn Schwarze vom Kanal Björn Schwarze Filmkritik. Und da geht's um den relativ neu erschienenen Titel Guts of a Virgin, ja, von Shock Entertainment, den habe ich auch schon da. Und diese Review, die fand ich so großartig, super, einfach nur super, wahnsinnig unterhaltsam, richtig cool gemacht. Und da ich den Film jetzt auch erst vor ein paar Tagen gesehen habe, habe mir gedacht, das passt doch eigentlich optimal. Da schauen wir uns zusammen jetzt die Kritik von Björn an. Ich kann nur meinen Senf dazu geben, so wie ich das vielleicht sehe. Machen sie uns ein bisschen nett zusammen. Und vielleicht können wir den Björn auch nur ein bisschen promoten. Weil ich finde, der Björn, das ist so ein sympathischer Typ. Und das Video war so unterhaltsam. Und der kann ruhig nur ein paar mehr Abonnenten vertragen. Deswegen, ich verlinke euch den Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung, die blende ich euch einmal ein. Schaut beim Björn vorbei, lasst ihm ein Abo da, gebt ihm einen Daumen hoch, schreibt ihm einen netten Kommentar. Das ist doch super. Genau, und wir schauen uns jetzt einmal seine Kritik an zu Guts of a Virgin, übrigens einem japanischen, sehr speziellen Film aus dem Jahr 1986 von Regisseur, ich muss abschließen schnell, Kazuo Gaira Komitsu. Der hat außerdem auch noch gemacht hier Guts of a Beauty. Ich glaube, der ist sogar nach Guts of a Virgin eigentlich angesiedelt. Ist aus dem gleichen Jahr aber eigentlich. Und dann gibt es noch einen dritten Film in dieser Reihe quasi. Das ist Rusted Body. Rusted Body kommt auch von Shock Entertainment demnächst raus. Das ist quasi der dritte Teil aus dieser, wenn man so will, Reihe. Wobei die Filme nicht wirklich was miteinander zu tun haben. So, sehr spezielle Filme, das kann ich euch schon mal gleich sagen. Und ich glaube, der Björn war nicht so ganz darauf vorbereitet, was er sich da ins Haus geholt hat. Ich werde heute mal, ich habe ja schon die eine oder andere Reaction gemacht, das eine oder andere Reaction-Video gemacht. Heute mache ich es technisch einmal ein bisschen anders. Ich hoffe, alles funktioniert. Ich richte es mir immer so ein, dass ich nicht so viel in der Post-Production umeinander wurschten muss. Das heißt, ich hoffe, es klappt und es ist alles ganz wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir mal da das ein bisschen so. Na, so wollte ich das jetzt nicht machen. So und so. Und ich muss sie da umschalten. So, genau. Da sehen wir jetzt dann sein Video. Und ich würde sagen, wir legen einfach einmal los. Kann nicht sein, dass ich jetzt den Ton dann nochmal ein bisschen nachjustieren muss. Aber das sehen wir schon. Ja, merke ich schon. Ich drehe mal da ein bisschen zurück. So. Und ich glaube, jetzt müsste es passen. Los geht's. Servus, Björn. Der schaut aber schon nicht begeistert aus. Servus, Björn. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mich besuchst auf meinem Kanal. Hallo zusammen. Mein Name ist Björn Schwarze und ich bin total schockiert. Und ich entschuldige mich jetzt schon für dieses Video. Na, du musst dich nicht entschuldigen. Über den Schweinekramfilm Guts of Virgin, auf Deutsch Entweidung einer Jungfrau. Naja, Entweidung, ne, ich glaube, das heißt eher so Eingeweide einer Jungfrau, oder? Ich glaube schon. Ist doch schon ein recht vielversprechender Titel, oder? Eingeweide einer Jungfrau. Alter, ich bin schockiert. Ich meine, ich habe schon alles Mögliche an Filmen in meinem Leben geschaut. Aber sowas noch nie. Ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Das ist ein japanischer Horrorfilm. So habe ich mir das gedacht. Es ist ein japanischer Horrorfilm.
Deswegen habe ich mir diesen Film gekauft. Ich habe mir das Cover angeschaut, habe gedacht, ja geil, Splatterfilm aus Japan. Ich gucke wenig japanische Filme und hätte ich gewusst, dass ich, dass dieser Film so ist. Ja, wenn man halt da jetzt nicht so wirklich Erfahrung damit hat, mit dem Genre, mit dem Pinku-Aiga-Genre, hatte ich eigentlich vorher auch noch nicht, bevor ich die Filme angeschaut habe, dann könnte man da durchaus überrascht sein. Und wenn man generell mit asiatischen Filmen oder japanischen Filmen nicht so viel am Hut hat, das ist halt speziell. Overacting, eine ganz spezielle Art, Filme zu machen. Und ich liebe die Japaner dafür und auch die Koreaner und wen auch immer. Ich mag die Filme einfach. Ich mag die, weil die Filme nicht so gemacht sind wie westliche Filme. Das ist einfach super. Aber wenn man da das erste Mal einsteigt, dann kann man sich da durchaus überrollt fühlen. Und ja, so wirklich ein Horrorfilm, ein klassischer Horrorfilm ist halt das nicht wirklich. Hätte ich mir die nie angeschaut, nie gekauft. Um Gottes Willen, nein. Ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich sag, ich bin fix und fertig nach diesem Film und ja, Der Arme. wir schauen uns erstmal das Cover an. Ja, Ihr zeig mal seht, das ich Cover. musste schon wieder was abkleben. Das Cover. Ja, das ist jetzt natürlich das greisliche Cover. Ich meine, ich habe ja das, ich habe es euch ja gerade schon gezeigt, das da, das Schöne. Ja, das ist praktisch, glaube ich, das Kinoplakat. Und was er da hat, ich weiß nicht, das ist das B-Cover oder was. Das ist halt so, das schaut halt wirklich dermaßen geschissen aus. Ich meine, das ist halt echt nicht schön da gezeichnet. Ich weiß nicht, das haben sie schon beim Guts Over Beauty auch schon gehabt, so ein kreisliches Cover. Also die passen dann wenigstens von der Kreislichkeit wenigstens zusammen und von Rusted Body gibt es auch wieder so ein kreisliches. Ich weiß nicht. Wer das weiß, schreibt es mal in die Kommentare, wer das verbrochen hat. Und vor allem, wer jetzt das Cover schön findet, weil das würde mich nämlich wirklich einmal brennend interessieren. Cover sieht gar nicht so schlecht aus, Doch! deswegen habe ich es mir gekauft. Es Ich schaut sollte scheiße aufhören, Filme aus. wegen das Cover zu Also, kaufen. Ich sollte damit wegen dem Cover kauft jetzt keiner den Film. Mit Sicherheit nicht. aufhören. Tu es nicht. Die Rückseite kann ich euch nicht zeigen. Ich kann euch. Echt nicht? Ich schaue mal. Ja, also wenn man kein 18er aufs Video kriegen will, okay, dann wahrscheinlich nicht. Ja. Es geht aber eigentlich. Also wenn man jetzt so das vielleicht so macht. Ja, dann da drückt es bloß die Augen ein bisschen. Ja, es spiegelt jetzt. Ja, ist ja wurscht jetzt. Schaut euch mal Unboxing dazu an. Machen wir noch ein bisschen Werbung. Schaut euch mal Unboxing-Video zu dem Mediabook an. Habe ich eins, wenn ihr 18 seid, weil YouTube hat es mir natürlich ab 18 gemeldet. Insofern hat er schon recht. Ja. Keine Fotos von diesem Film zeigen. Also dieser Film ist abartig, abartig. Also wie kann man Abartig! denn, was stimmt Ja. denn mit den Japanern nicht? Wie kann Ja, mit den Japanern stimmt so einiges nicht. Aber ich glaube, die Japaner werden das Gleiche für uns sagen. Wenn wahrscheinlich Japaner Deutschland besuchen oder so, die werden sich das anschauen und werden denken, was ist da mit denen los? Leben die nur hinterm Mond oder wie? Gerade, die werden sich denken, ja, gerade das nicht in Lehmhütten noch hausen. Ne? Also rein von dem technologischen Unterschied zwischen Japan und ja, Deutschland, in dem ja quasi Internet immer noch Neuland ist. Ja, ihr wisst Bescheid. Wie krank kann man denn sein? Wir haben die überhaupt die Darsteller für diesen Film bekommen? Es gibt immer Darsteller für Filme. Lucifer Valentine hat für seine Kotze-Fetisch-Filme auch Darsteller bekommen. Also, oder ihr Marian Dora dafür den Firlefanz, den er da fabriziert. Ne? Es gibt immer Leute, die sagen: Ja, ich hab Bock, einfach mal bei so einem richtigen Rodel mitzuspielen. Ja, deswegen, ja, gibt immer. Es gibt ja auch Leute, die spielen bei diesen Reality-Shows bei RTL oder so mit. Ja, und finden, das ist eine gute Idee, weil heute halt irgendwelche RTL-Scouts auf der Straße rumrennen, drucken da 100 Euro in die Hand und sagen: Alter, du schaust ziemlich behindert aus, dich können wir in unserer Show brauchen. Ja, warum nicht? Und die denken halt, ja, dann wäre ich berühmt und so weiter, dann kann ich noch ins Dschungelcamp vielleicht oder DSDS oder weiß der Geier was. Ihr wisst Bescheid. Wer spielt denn in solchen Filmen dann freiwillig mit? Wir reden über eine Trilogie. Dieser Schundfilm hat noch zwei Fortsetzungen Ja, bekommen, weil er in zwei. Japan so erfolgreich ist. Dieser Ja. Film ist von 1986, geht 72 Minuten lang.
Und kann man jetzt auch in Deutschland wohl kaufen. Ja, erschreckend. Ja. Moment, schauen wir mal. Kann man den? Das ist bestimmt nur für den Vertrieb in Österreich, oder? Ja, steht hinten drauf. Vertrieb exklusiv nur in Österreich und der Schweiz. Und natürlich diverse Filmbörsen. Ne? Ist klar. Ja, dieser hier drin ist ein Booklet drin. Ich kann euch nicht viel zeigen. Ja, zeig aber mal ein bisschen was. Die erste Seite kann ich euch zeigen. Ja, das ist doch schön, drin. Oder? Ja. Und weil ich selber nicht beschreiben kann und mir nicht merken kann, dieses ganze Werk, werde ich es einmal leicht vorlesen, worum es in diesem Film geht. Vorlesen, ja. Ganz leicht, das sind nur ein paar Wörter. Es sind keine Sätze, nur Wörter. Nur Wörter. Gottes Willen. er ist schon fix und fertig am Anfang der Review. er ist fix und fertig. Ja, ich werde es einfach vorlesen. Ja, lies vor, Björn. Ich werde genauso schockiert sein wie ich. Ja, ich wusste vorher nicht, was für ein Schauen wir mal. Ich entschuldige mich jetzt schon. Ja, tut, ja. Also es geht Sei um dir perverse verziehen. Orgien, Riesenschwänze, Vergewaltigung, Folter, Sexdämonen, Schleim, Leichenschändung, Masturbation, Gottes Willen. Ja, da muss sie sich schon räuspern. Ja, Leichenschändung, also... großartig, oder? Das klingt doch alles jetzt schon sehr vielversprechend, oder? Blätter, Körperflüssigkeiten, oh ja, Körperflüssigkeiten. Oh. Sperma, ja, ein Meer von Sperma, Pisse und Blut. Oh. Alles in einem Film, alles zusammengepackt in 72 Minuten, rein damit. Körperflüssigkeiten und was? Wie ein Meer. Also damit sparen wir in diesem Film überhaupt nicht. Weil so ein Fanta, wenn ihr Kuchen backt, zum Beispiel. Wenn ihr diesen Zuckerguss oben drauf habt. Hau halt ab! Es sieht ja aus wie. Ne? Ja! Wie. Also, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so drüber. Ich habe auch schon Fanta-Kuchen gegessen, ja. Aber jetzt solche Assoziationen hatte ich jetzt damit eigentlich nur nicht. Björn, Björn, Björn. Was ist da in deinem Gehirn los? Ja? Hm? So eine Körperflüssigkeit. Das wird in dem Film allem in Literweise. Raus damit, raus! Ja. Ja, stellen wir zur Seite. Es geht los. Leichenschänderung, ja. Oh, oh Gott. Das haben wir auch in diesem Film. Worum geht's in diesem Film? Ich werde hier spoilern, aber ich habe mir den Film, Serbien-Film, damals angeschaut und. Björn! Du kannst doch nicht einfach den Serben erwähnen. Du kannst jetzt doch dann in das Video setzen und den Serben droppen. Das glaubst du, was da wieder los ist? Meine Güte, Björn. Ich habe mich geweigert, ein Video davon zu machen, weil der Film so ekelig ist und abartig ist. Ja, es hättest aber mal besser gemacht, weil ich habe gemerkt oder gesehen, ja, wenn du irgendwie einen Serben erwähnst auf YouTube oder das irgendwie aufs Ding da, Thumbnail, ja, drauf machst du den Typen, den Milosch, und so, ja, so brutal, ihr kennt sie, so, ja, der halt da irgendwie so krass schaut, und macht sich da, dann kriegt sie Klicks ohne Ende, ja, weil halt einfach lauter Psychopathen auf YouTube rumrennen, und weil YouTube das scheißegal ist. YouTube hat zwar Riesenprobleme damit, wenn irgendwelche Nippel zu sehen sind, weibliche auf YouTube, aber du kannst den letzten brutalen Scheiß zeigen, das interessiert YouTube einfach einen Dreck, das ist denen egal. Und deswegen, hättest du mal besser gemacht, dann hättest du auch wahrscheinlich einen Haufen Klicks bekommen, ich denke schon. Ja, vielleicht mache ich jetzt bei dem Video auch irgendwie einen Serben aufs Thumbnail oder so. Ein bisschen Clickbait ist eigentlich immer gut. Jetzt habe ich solch einen Film schon wieder geschaut und ich habe mir gedacht, jetzt machst du jetzt darüber ein Video oder nicht? Und ich habe mir gedacht... Ja, Gott sei Dank! Ja, aber als Warnung. Ich werde diesen Film auch nicht bewerten von der Skala 1 bis 10, denn dieser Film hat keine Bewertung verdient. Das ist alles meine eigene Meinung. Wer auf solche Filme steht, tut mir leid, denen ist dann auch nicht geholfen. Ich werde diesen Film nicht bewerten, weil er keine Bewertung verdient hat. Ich kann solchen Schweinekram nicht bewerten. Den Schweinekram? Warum denn nicht? Mei, da wäre den Leuten schon geholfen. Es gibt Leute, die finden sowas nett. Und da wäre jetzt eine Bewertung einfach, Genrewertung kann man ja da machen, hätte man eigentlich schon machen können. Ne? So, vielleicht so, was weiß ich, 5 von 10 Dämonenpenissen oder so. Ne? Sowas in der Richtung. Dies ist wirklich eine Warnung für solche Filme. Und ich werde euch trotzdem kurz erzählen, worum es geht, was ich meine. Ja. Wir haben hier
drei Fotografen und drei Models. So, der fängt eigentlich ganz normal harmlos an. Die machen ein paar Fotos hier, ein paar Fotos hier, ein paar Fotos da. Alles gut Genau. und schön. Ja, dann. Ja, durchaus ansehnlich. Durchaus ansehnliche Models, die machen da so ein bisschen Fotosession. Genau, das ist eigentlich ganz nett am Dann Anfang. gehen die abends in so ein Landhaus rein, in so ein großes Haus. Ja, und dann beginnt die Scheiße. Wirklich eine Scheiße. Da steht einer von den Fotografen auf und sagt zu der einen Tussi, komm, zieh dich jetzt mal nackelig aus. Er zieht sich auch bis zur Unterhose aus. Ja, ich meine, wer kennt's nicht? Er geht einfach hin und sagt, hier, zieh dich mal aus, einfach so ab geht die Luzi, ne? So sind sie, die Japaner. Und komm, ich hau dich jetzt mal kaputt. Wir catchen jetzt wir catchen jetzt mal Catchen eine Runde. jetzt. Dann nimmt er die Frau, die nackelig ist, und wirft die gegen der Wand, wirft die auf den Boden, bis sie bewusstlos ist. Die Fotografen, alle finden das so toll, die, ha, was geil, was geil. Die Frau liegt da. Das ist aber wirklich so. Na, die catchen da einfach. Ja, keine Ahnung warum. Ne? Der biegt die da so wie die Wrestler da bei hier. Ne? Beim Wrestling einfach. So übers Knie, ja, mit dem Rückgrat so. Was ist das hier? Backbreaker oder? Ich kenne mich mit dem Zeug nicht so aus. Ja, aber es ist schon sehr strange, muss man sagen. Ja, tatsächlich. Bewusstlos. Die wird einfach mal kaputt gehauen. Einfach Die weg. lebt noch, aber die wird kaputt Ja. gehauen. Das ist übrigens eine Freundin von einem von den anderen Von den Fotografen. anderen Der hat nichts Typen. dagegen, dass man die kaputt haut. Ja, das Ja. ist ganz normal. Ich meine, wer kennt es nicht? Das passiert doch täglich. Er schildert das natürlich jetzt sehr, sehr drastisch, aber in dem ganzen Film, durch dieses einfach brutale Overacting, ja, wirkt das einfach eher ein bisschen belustigend als wirklich brutal. Das kommt nicht wirklich brutal rüber. Ja, also wer solche Filme kennt, der weiß auch, dass das eher ja schon ein bisschen gerade, vielleicht finden das die Japaner irgendwie total krass und brutal. Für unsere westlichen Sehgewohnheiten ist es so skurril, dass man eher drüber lacht, als dass man jetzt da schockiert ist. Also zumindest geht es mir immer so. Allein schon, wenn ich gewusst hätte, dass der Film auf Deutsch Eingeweide einer Jungfrau heißt, ich meine. Ja, das ist doch ein vielversprechender Titel. Ich meine, Eingeweide einer Jungfrau. Warum hast du bitte nicht gegoogelt vorher, Björn? Da hättest du mal besser informieren sollen. Was hast du da gedacht, was das sonst heißt? Gutshof einer Jungfrau oder was? Björn. Mein Englisch ist nicht so besonders gut. Hätte ich mir diesen Film erst gar nicht gekauft. Nein. Ja. Gottes Willen, nein. Nee, Ja, nee, zumindest. Der Typ, der das Mädel da gerade kaputt gehauen hat, nee. fand das so Ganz toll, kaputt braucht aber gehabt. erstmal frische Luft, geht nach draußen und dann kommt ein Sexdämon an und will ihn schwängern. So, ein Sexdämon. Und haut den Typ erstmal kaputt mit dem Ja, Hammer. du musst selber lachen. So. In der Zeit. Genau, der haut den kaputt mit dem Hammer. Und das ist auch da die Szene, wo es dem dann so die Augen rausploppt. Ja, ich glaube, das ist das mit dem Hammer, wo es ihm dann so sieht abgefahren aus. Super, der Sexdämon, ja, genau. Fragt der andere Fotografen zu den anderen, also zu den anderen Fotografen, komm, ich fick jetzt gleich mal die andere Frau dann. Björn! Björn! Reiß die mal ein bisschen zusammen. Was ist denn das für Ausdrucksweise da? Du drückst das mal ein bisschen. Ich meine, da können vielleicht Kinder und Jugendliche zuschauen. Also wirklich. Björn, sag halt einfach, ich möchte mit dieser Person GV haben oder irgendwie sowas. Ja. Da habe ich gleich wohl Bock drauf. Und die andere sagt, ja, darfst mich ficken. Und dann geht er in so einen anderen Ja. Raum rein und Dann geht's ja. halt los da, ne? Und in der Zeit fängt an, der andere Fotograf, die andere Frau, die noch eine Jungfrau ist, fängt er Ja. an zu vergewaltigen. Er vergewaltigt die einfach mal. Oh Und Mann. in der Zeit Einfach wacht dann so. die bewusstlose Frau wieder auf. Ist ja nicht die Freundin von dem Typen, der gerade die Frau vergewaltigt. Und jetzt haltet euch fest. Die Frau ist nicht sauer auf den Mann, sondern auf die Frau, weil die gerade von dem Mann gefickt wird. Und Björn, jetzt reißt die eine mal zusammen. Soll ich alles rauspiepen oder was? die sagt zu der Frau, die gerade da vergewaltigt wird, sagt zu der, du. Ja, ich meine, das jetzt mit der Vergewaltigung, ja, das würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben. Die ziert sie schon ein bisschen am Anfang, aber eigentlich mag die den Typen. Das war jetzt zumindest mein Eindruck.
Ja, also so richtig, dass der dir jetzt da weggebämst hat und ja, nein, das, er schildert es jetzt sehr drastisch, ist es eigentlich nicht. Also, das ist schon, wenn man das so sagen kann, mein Gott, man muss ja heutzutage so aufpassen, was man sagt, schon, ich würde jetzt sagen, schon grundsätzlich einvernehmlich. So wie es jetzt auf mich gewirkt hat. Vielleicht bin ich ja psychisch gestört, ich weiß es nicht, ja. Aber ja. Doch, ich würde sagen, also. Du Schlampe, du dumme Sau, Du dumme warum fickst du Sau. den? Und sagt die Frau ganz entsetzt, ich will dich vergewaltigen, tu doch was! Das sagt die doch gar nicht. Björn, das hast du jetzt gerade erfunden. Nein, also das macht sie nämlich nicht. Sie sagt jetzt nicht, sie liegt jetzt nicht da. Ich werde gerade vergewaltigt, tu doch was. Nee, also das. Aber das Interessante ist, wie die Szene, wie er die Szene, und das ist das Spannende, und deswegen habe ich mir nämlich gedacht, ich mache jetzt nochmal eine Reaction drauf, wie unterschiedlich diese Szenen auf Menschen wirken, weil für ihn ist es klar, die wird voll hart vergewaltigt und schreit da schon nach Hilfe. Wie gesagt, das ist, da spielt ihm tatsächlich seine Fantasie einen Streich bei der Szene jetzt. Dann nimmt die Frau, schmeißt die in die Ecke, die legt sich dann Schmeiß dahin mit ihren Arsch und sagt zu dem Freund, komm, jetzt bin ich dran, jetzt fick mich. Auch hier, ja, grundsätzlich so ähnlich findet das statt, aber jetzt nicht ganz so drastisch, wie es er schildert. Also die legt sich jetzt da nicht hin und Arsch nach oben und keine Ahnung. Oh, großartig, super. Aber grundsätzlich ja. Der Typ vergewaltigt dann eine andere Frau. Ja. Und die ist sauer auf die Frau, die gerade vergewaltigt wird und will dann von dem Typ da. Was ist denn los mit euch? Was stimmt denn mit euch da alle nicht? Was ist das denn für eine Krankheit? Was ist denn los? Dann, der Typ will die aber nicht ficken, will lieber die andere weiter vergewaltigen. Die Frau, die nicht gefickt wird, ist dann stinksauer, geht nach draußen. Findet dann in der. Björn, da wärst du auch sauer. Mann. Geht's einfach erstmal nach draußen. Die, die nicht gefickt wird, die geht einfach mal nach draußen. Was machst du Derzeit wird übrigens die anderen zwei, die ficken, der eine wird draußen? durchbohrt durch den Sexdämon, die andere Björn! Frau wird mit den Riesenschwängeln fast zu Tode gefickt und geköpft. So, und dann liegt da dieses Wrack. Ja, aber das stimmt. Naja, so, ja, so riesig ist der ja eigentlich auch gar nicht. Ich würde sagen, das ist nur irgendwo im Bereich Pferd oder keine Ahnung. Ja, aber das mit den Köpfen, das war aber nicht der Dämon. Das ist eher Zufall, dass sie die Rübe da runtergehauen wird. Ja. Da kann der Dämon tatsächlich nichts dafür. Der wollte einfach bloß nett sein. Ich höre mir gerade selber zu, das ist doch Ja, krank. wir hören Da dir dachte ich, zu, okay, das ist doch krank. Björn. So, und dann liegt da dieser Kopf, der abgetrennte Kopf. Da geht diese Frau hin, die ist irgendwie notgeil gerade, geht dann dahin und nimmt diesen Kopf und macht da mit dem Kopf rum, so leckt da rum und zoomt da rein und so. Und dann sieht sie den toten Typen da. Nee, und da spielt ihm jetzt seine Erinnerung schon wieder einen Streich. Es ist nämlich so crazy, dass die geht ja tatsächlich raus und die lutscht dann an einem Ast rum von irgend so einem Baum. Und dann findet sie nämlich erst den Kopf. Mit dem Kopf wacht die, glaube ich, gar nicht rum. Aber mit dem Ast, ja, es ist es auch schon strange, Und versucht den einen ne? Steifen zu machen, aber das geht ja nicht, weil der Typ ist ja Ja, tot. der ist Der kriegt tot, keinen ja. Steifen mehr, der ist Nee, kaputt, ja, der er ist ist alle. hinüber. Und Aber ich meine, wenn man Nekromantik kennt von ist dann sauber. wenn man Nekromantik kennt von Jörg Buttgereit, dann wird man feststellen, dass es für alle diese Dinge eine Lösung gibt, ja, wenn man nur will. Auf den Typen, auf den toten Typen, dass er keinen Hoch mehr kriegt. Sie setzt sich da noch Das drauf ist und ja, versucht da die Leiche dann da zu. ja. Ich
bin sprachlos. Was ist denn das? Ja, und dann geht die da wieder an den Typ. Die sind immer noch am Vergewaltigen. Ich weiß nicht, wie lange das in Japan dauert, aber was. Ja, keine Ahnung. Wie lange dauert das so im Schnitt? Soll man auf Wikipedia nachschauen. Und sie rennt dann da wieder rein und schmeißt dann diesen abgetrennten Kopf zwischen der Vergewaltigung rein. Der Typ rennt schreiend raus. Dann kommt wieder der Sexdämon an und hängt ihn so mit so einem Haken auf den Kopf. Ja, ja. Sehr schön. In der Zeit ist diese Frau, die so notgeil ist, geht dann in der Dusche rein und masturbiert dann. Und inzwischen, zwischenzeitlich sind die alle so notgeil, dass sie auch dann rumpissen müssen, die Frauen. Echt, pissen die rum? Ich weiß gar nicht. Ja, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Oh Mann, das muss ich nochmal anschauen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Oh, Björn, du machst mich fertig. Deswegen auch Pisse und Blut und Sperma. Und ja, und dann pisst sie auf den, also dann pinkelt sie auf den Schädel, dann kackt sie auf den Schädel. Ja. Es tut mir so leid. Ja. Es tut mir so leid. Es sei dir verziehen, Björn. Aber ich muss euch warnen für solche Filme. Das ist doch krank sowas. Was ist denn da los? Wie ticken denn die Japaner? Da krieg ich Angst. Ja, zumindest dann sieht der Sexdämon, dass die da gerade masturbiert. Dann hat der Sexdämon eine gute Idee. Er geht zu der Leiche. Der Sexdämon hat eine großartige Idee, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Reißt der Leiche den Arm ab und die Leiche hat so eine leichte Leichenstarre, nimmt die Hand und macht mit der Hand, mit den Fingern so. Ist Bescheid. So. Und dann schmeißt er den abgetrennten Arm bei der Frau in der Dusche rein. Die sieht den Arm und benutzt diesen Arm jetzt. Ja. Ja, als Dildo quasi, wollte er jetzt sagen, ist tatsächlich so, ja. Genau das. Genau, Björn. Das sieht man hier hinten auf dem Foto. Das ist hier abgebildet, diese Szene. Ja, ich zeig's euch kurz. Ich glaube, das geht, das kann man sogar machen. Moment, ich halte mal unten, weil Moment. So, man sieht es da so ein bisschen. So, ne, genau. Da ist der Arm. Da ist der Arm. Genau. Und jetzt kriege ich wieder Ärger mit YouTube. Na, ich glaube, das kriegen wir durch. Die ist hier einfach so abgebildet. Ja. Ich kann euch das hier nicht zeigen. Ich kann euch gar nichts. Ja, das zeigen wir. Alles zeigen wir. Doch, das machen wir, Björn. Komm. Ja, und sie ist immer noch nicht befriedigt. Und dann kommt der Sexdämon an mit seinem Riesenschwengel. Ja. Und fickt die dann halb zu Tode. Dann kommt wieder ein Meer von Sperma. Ein Meer! Die ist aber immer noch geil und sagt, fick mich nochmal. Aber der Typ hat dann, der Sexdämon hat dann eine tolle Idee, ja. Geht dann mit der ganzen und in die Eingeweide rein und reißt dann die Eingeweide da raus. Ja, der Film muss ja irgendwie seinem Titel auch gerecht werden, ja. Ja, ist tatsächlich so. Interessant. Klingt jetzt aber auch wieder schlimmer, als es ist, weil so blutig ist es tatsächlich gar nicht in der Szene. Aber es ist natürlich sehr strange, das muss man schon sagen. Ja, Björn, durchatmen, Björn, atme! Ja, heftig. Ja. Ja, jetzt haben wir nur noch ein Model übrig. So, was macht dieses Model wird selbstverständlich auch von diesen Sexdämonen dann nochmal vergewaltigt, nachdem sie stundenlang von den Fotografen vergewaltigt wird sie jetzt natürlich mit dem Riesenschwengel und der ganze Film hat ja bis jetzt noch gar keinen Sinn gehabt, rettet jetzt keine Ahnung, wo eine Handlung da ist. Und dann fragt sie den Dämon, warum der das denn so macht. Und er sagt als Grund, ich hasse alle Menschen. Das ist dann der Grund dafür, dass er da alles tot. Der ist halt ein Misanthrop, ja, so ein berechtigter Grund, oder? Fickt und alles totschlägt.
Und irgendwie und dieses schreit die ganze Zeit, du darfst mich so oft ficken, wie du willst, aber bitte töte mich nicht. Und irgendwie fand er irgendwo Gefallen an diese Frau und lässt die dann leben. Und dann ist der Film eigentlich auch Ende, Ja. dann ein paar Monate später wird die Frau nochmal gezeigt, die jetzt schwanger ist von diesem Dämon. Und das ist ja eigentlich eine Trilogie, denn dieser Schund hat auch noch zwei Fortsetzungen, Ja, die ich mir aber zwei. natürlich nicht anschauen werde, um Gottes Willen. Björn, ich kann dir nur empfehlen, dir die anzuschauen. Also, Guards of a Beauty hat mir tatsächlich auch ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Hol dir den mal, Björn, hol dir den mal. Keiner soll diese Filme schauen. Jetzt habe ich wieder gemurkst. Wie gesagt, ich warne euch vor diesen Filmen. Ich warne euch. Ich sag euch, warum dieser Film ist gerade frisch rausgekommen. Ich warne euch vor diesem Film. Wenn ihr davon was seht, kauft es nicht. Auf keinen Wenn ihr auf Fall. solche Filme steht, dann tut ihr mir wirklich leid. Das ist meine eigene Meinung. Das weiß ich nicht. Ich kann darüber nicht lachen. Ich kann darüber. Ich finde es nicht. Ich finde es Nee. einfach schrecklich. Ja, Schrecklich, schrecklich. schrecklich. Ja, Ja. und ja, das war meine Kritik zu diesem Film. Ja. 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 Wenn man den Film nennen kann. Also ist für mich das, hat das irgendwie nichts mit Splatter zu tun, auch nicht irgendwie auf eine Parodie oder so. Das ist einfach ein kranker Scheiß. Das ist ein kranker Scheiß. Richtig Ja. kranker Mehr kann Scheiß. ich dazu nicht sagen. Und ich Ja. habe die Vorschau von den anderen zwei Fortsetzungen geschaut, Ja und? weil die auf diesem Film auch drauf sind. Und die sind wohl noch schlimmer. Ich werde davon nichts mehr anschauen und ich hoffe, ihr auch. Ja, aber das solltest du aber, weil es tatsächlich so ist, dass Guards of a Virgin relativ wenig Splatter-Gehalt hat. Aber Guards of a Beauty, Rusted Body kenne ich noch nicht, den habe ich noch nicht gesehen. Aber Guards of a Beauty ist auf jeden Fall deutlich splatteriger, auch nicht übermäßig, aber deutlich splatteriger als hier Guards of a Virgin. Ja, weil bei Guards of a Virgin tatsächlich nur so gut wie gar keine Splatter-Szenen oder wirklich blutige Szenen überhaupt vorkommen. Ja. Deswegen, Björn, wenn du auf Splatter stehst, dann ist Guards of a Beauty vielleicht dann ein Tipp für dich. Das ist auf jeden Fall besser. Ja, auch nicht. Ja, das war meine Kritik zu Guts auf Virgin Ja, und es ist großartig. eine Warnung, Ja, Warnvideo. zu spät für Ja. mich. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ich werde mir schöne Filme noch anschauen, vernünftige Filme und darüber Kritik machen. Ich werde Ja. wahrscheinlich sehr viele schlechte Filme gucken, aber nicht nochmal so einen kranken Scheiß. Oh, schade. Das war's von meiner Seite her. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, ciao Björn und vielen Dank für diese großartige Review zu Guards of a Beauty. Es ist der Knaller. Jetzt mal, ich habe ja schon vorher einmal gesehen gehabt, das ist einfach nur großartig. Wirklich, wirklich super. Und ich hoffe eigentlich, dass auf seinem Kanal noch mehr solche Kritiken kommen. Ich feiere das total. Oh. Und er verpasst er ja sonst womöglich das eine oder andere. Also grundsätzlich, er hat ja die Handlung und so weiter alles schon recht gut wiedergegeben. Allerdings, wie ich ja schon mittendrin einmal gesagt habe, die Erinnerung spielt einem oftmals Streiche, weil der Film tatsächlich, so wie er ihn jetzt geschildert hat, klingt es ja total wahnsinnig und so. Und auch mit Flut an Sperma und Blut und weiß der Geier was, Körperflüssigkeiten, keine Ahnung. So krass ist es gar nicht. Eigentlich ist der Film sogar, ich halte ihn auch für schlechter als Guards of a Beauty, tatsächlich. Einfach auch, weil der Splatter-Gehalt quasi null ist. Wirklich quasi null. Die rennen da halt bloß den ganzen Film nackert umeinander und vögeln da. Und das ist halt auch, ja, irgendwann denkst du dann, ja, okay. Ja, ist dann nicht so spannend. Er ist jetzt auch nicht besonders spannend, muss man auch dazu sagen. Und er hat tatsächlich keinen Sinn. Ja, was ist das für ein komischer Dämon, Außerirdischer oder weiß der Geier, was ist wahrscheinlich ist ein Außerirdischer? Der schaut halt auch, den haben sie halt irgendwie mit Dreck beworfen, da den Schauspieler. Und das schaut halt komisch aus, ja. Und tatsächlich sind auch die Sexszenen recht harmlos. Das ist alles wirklich nur absoluter Softcore-Bereich. Das kann im Abendprogramm auf RTL laufen, das ist nicht so dramatisch. Also die Alterseinstufung, beziehungsweise er hat ja überhaupt keine Freigabe. Ich glaube, der FSK 18 dürfte eigentlich gar nicht so wirkliches Problem sein bei dem Film, weil er
Ja, ich weiß nicht, naja, vielleicht vom Kontext her, ja, okay. Aber er ist eigentlich, das ist eigentlich das Problem, er ist eher statt schockierend, also für mich jetzt, statt schockierend eher ein bisschen fad. Ich hoffe, dass Rusted Body dann wieder besser ist. Man kann immer anschauen, wenn man Bock hat auf solche Filme. Es ist natürlich typisch, japanisches Overacting at its best, was den Film natürlich sehr auflockert, eher lustig macht und auch der Vorteil ist von dem Film, weil wenn das nicht dabei wäre, also wenn wir das, dieses Overacting und so nicht hätten, dann wäre er halt wirklich langweilig. Und ja, das wäre dann ein bisschen schade. Immerhin, er dauert nur, ja, knapp über 70 Minuten, also sehr kurze Laufzeit, länger wäre auch nichts, ja. Weil da schlafst du dann wahrscheinlich tatsächlich irgendwann einmal ein. Also Leute, die jetzt richtige Gorehounds sind oder so, die werden gähnend vor dem Fernseher sitzen. Ja, definitiv. Oder vor der Leinwand, je nachdem. Und mit dem Serben ist das nicht einmal ansatzweise vergleichbar. Zumindest vom Gewaltgrad her. Na, und auch generell nicht. Das hat wirklich nicht einmal, das ist nicht das Gleiche. Ja, wobei ich finde auch, dass beim Serben da auch gern einfach übertrieben wird. Aber na, das kann man nicht sagen. Also krasser oder was als der Serbe oder auf dem gleichen Level, was das angeht, mit Sicherheit nicht. Aber ich finde trotzdem, wenn man solche Filme mag, war er recht unterhaltsam. Ich fand ihn okay. Ich würde jetzt halt ganz spontan sagen, ich gebe ihm 6 von 10 Dämonenpenissen. Ja. Oder 6 von 10 Fanta-Kuchen oder sowas in der Richtung, ja. Und mein Gott, jetzt kann ich keinen Fanta-Kuchen mehr essen und der Björn wahrscheinlich auch nicht. Naja, wie auch immer. Und auch diese Flut an Körperflüssigkeit, na, da hat er jetzt schon ein bisschen übertrieben. Ja, man sieht ein bisschen was. Wie gesagt, ob jetzt da gepinkelt wird, weiß ich nicht. Gar nicht. Nein, ich glaube nicht. Und ansonsten, ja, man sieht ein bisschen was mal da irgendwo runterlaufen oder so, aber alles nicht so dramatisch und auch nicht unbedingt literweise. Aber egal, großartige Review von Björn. Wie gesagt, schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Lasst ihm ein Abo da, schreibt ihm einen netten Kommentar. Ja, dass man, vielleicht sagt es ihm, Björn, schau doch mal die anderen Teile davon auch noch an. Vielleicht macht er dann dazu noch Reviews. Das wäre doch großartig, oder? Na, fragen wir doch einfach einmal. So, und wir sind jetzt durch mit dem Video. Geht eh schon wieder ewig lang, meine Güte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Ja, und habt ein bisschen gelacht und wart's gut unterhalten. Schreibt gern eure Meinung in die Kommentare. Soll ich vielleicht sowas auch ab und zu öfter mal machen, vielleicht so Review Watch oder Review Reaction, wie auch immer. Vielleicht Review Watch ist doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, dann meinen Senf nur dazugeben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wie gesagt, schaut es beim Björn vorbei. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Ich verlinke euch dann da noch ein bisschen was zum Anschauen. Da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao. Und Servus.